zwei Kreisläufe in einer Tube vereint. Geht oben rein und geht unten raus. Zweimal raus. Jetzt noch Licht an und dann ist es perfekt. So, hier nun das fertige gebaute System mit Licht. Und mach mal einen kleinen Rundschwenk über mein komplettes System. Zwei von diesen Wassersprudlern funktioniert als Kühlturm, einer oben quer. Einer nochmal links. Gesamtvolumen der Anlage hat ca. 15 bis 16 Liter, würde ich so schätzen. An der Wand nochmal Kupferrohre verlegt. Und auf der oberen Tube, sage ich mal dazu, habe ich noch Lüfter darauf gesetzt, die auch regelbar sind. Geschwindigkeit, jeder einzeln, mit geröteten Platinen, damit die Kabel, die bei den Lüftern dabei waren, nicht so lang sind. So, das Ganze gibt es jetzt nochmal in Dunkel.